Hallöchen, da ist der Gusor wieder, ihr werdet ihn einfach nicht los. So, wir haben gleich den Giftzauber wieder fertig. Apropos Giftzauber, ich gucke nochmal kurz rein. 2 Tage und 19 Stunden sind es noch, dann haben wir den auf Stufe 2, was auch einfach sein muss. Also mittlerweile echt, muss ich sagen, ist der mir wirklich zu low und da muss halt mehr gehen. Ich erhoffe mir viel, aber naja, ich denke mal, so viel wird es nicht sein. Aber werden wir gleich sehen. So, jetzt gucke ich mal, was meine Heilerchen machen. Die hauen wir hier nochmal hoch. Und dann geht's auf in den Kampf. Toreros. Ne, das ist nix. Das ist auch nix. Schade. Das ist ja nie so schön. Ja, was soll denn das? Also, ich muss echt auf Kristall. Ich muss ein bisschen hoch. 1,5 lohnt sich nicht. Da muss man mittlerweile schon ein bisschen in etwas größeren Sphären denken, weil ja, sonst kommt man halt ewig nicht weiter. Hm, 350 Gold, aber kriege ich sie alle, ist die nächste Frage. Das wäre halt auch wieder so eine Sache, hier kommen einfach mal Drachen rüber und fertig. Das wäre mit meinem zweiten Account eine nice Nummer gewesen. Zack, zack, Drachen geschickt und fertig. Ich werde müde. Ja. 9:30 habe ich es jetzt. Na, viel ist mit mir heute nicht mehr los, glaube ich. Nett, aber zu wenig Dunkles. Na, ganz ehrlich, da hau ich hier noch mal kurz das Rathaus weg hier. Und dann haben wir wenigstens wieder 8 Pokis mehr. 3,5. 3,5 hier sogar noch 400 drin. 400 würde ich sagen. 400 in den Bohrer. Das war dann mit 3,1 Endstand sind. Na, siehst du? Läuft beim Gusor. Dann können wir aber da auch nochmal ein bisschen. Dann nehmen wir die halt nicht nur fürs Clearen, sondern machen da halt nochmal ein bisschen Rambazamba. Und dann passt das. So, na, da eigentlich. Na, warum rennt ihr dahin? Aber gut. Queen, was ist mit dir kaputt? Du bist ja gleich kaputt. Na nun, machen wir hier Action. Ah, ich habe gerade gesehen, die Helden sind natürlich richtig krass. Aber warum geht sie da auch so übel ab auf alles in ihrem Leben? Okay, ein Drache in der CB. Auch nicht schlecht. Das macht Anrat. Ja. Die wird hier gerade richtig durcheinander gewurstelt. Aber ich denke, Mut zur Lücke. Und die Queen sollte jetzt nochmal geraged werden. Alter, was geht denn hier ab, Alter? Was geht denn? Nee, das hält sie nicht aus. Das hält sie nicht aus. Nee, ganz ehrlich, das war zu krass. Ja, schade. Aber das war echt ein bisschen too much. Ärgerlich, aber so ist es halt. Nee, das ist ein bisschen zu heftig gewesen. Schade, aber seht da mal. Also man kann halt auch mal aufs Maul bekommen. Aber ist halt wirklich, wirklich selten sowas. Aber dann liegt es natürlich erstmal über eine Stunde da. Muss man auch sagen. So, gucken wir mal hier. Der Gerät. Ja, nett. Ist, also klar, es ist viel, klar, aber halt eben auch gebartscht. Ich glaube, ich werde die Bartsch-Angriffe echt rausnehmen. Ich meine, ja, das ist, also die lässt man halt wirklich auf 4 laufen und fertig. Also weil wirklich da gehört nicht viel zu. Glück, klar, und das war's. Ich glaube, das ist im Interesse von jedem. Wie findet ihr das? Sagt ihr, Bartsch-Angriff, ja, nein?
Wie sieht's aus? Wollt ihr da was sehen? Wollt ihr da nichts sehen? Das würde mich mal interessieren. Sowas, das ist auch vollkommen in Ordnung. Also brauchst nicht schreiben, aber das ist auch vollkommen in Ordnung, dass man halt sieht, oh, die und die waren drinne. Weil besonders, wenn man drinne selber ist und gerade ein Raid postet, dann ist das vollkommen in Ordnung. Wenn man wiederum nur reinkommt, um die Raids anzugucken, dann ist auch wieder schade, weil dann natürlich wieder Speicherplatz bzw. Chatplatz weg ist. Hier sehen wir einen krassen Go-Hog-Angriff. Go-Wee-Hog. Weil die Wizards natürlich jetzt danach kommen. Da hast du noch richtig Glück gehabt, dass da nicht so viel zerballert wurde. Wie gesagt, bei den Hogs muss man dann aber wirklich sagen, wenn halt alles deathmäßig kaputt geht, kein Thema, sind wir voll dabei. Wenn das aber nicht aufgeht, hat man ein Problem. Wenn die Hogs hier jetzt wirklich die Death nicht komplett klein kriegen, ist die komplette Base deathmäßig durch, aber der gesamte Loot liegt noch da. Das wäre natürlich richtig schade. Von daher, du hast aber noch einen Heal, also von daher sollte das passen. Jetzt sind sie im Heal drinne. Also man sieht es auch wieder öfter, muss ich jetzt mal sagen. Man sieht die Hogs wieder öfter. Wobei ich da immer noch nicht so ganz begeistert von bin. Muss ich sagen, ich bin da so ein gebranntes Kind da. Ah, und hat es in der CB noch. Ihr seht es gerade. Hier wurde es geschafft. King ist down. Vollkommen in Ordnung. Selbst wenn ein Hog nur überlebt. Ich meine, das wäre jetzt für ein Hog ein bisschen wenig, ein bisschen viel Arbeit gewesen. Aber dann kann man wieder loslegen. Aber nichtsdestotrotz können natürlich immer noch Riesenbomben irgendwo sitzen und dann. Oh, toll. Aber das ist natürlich eine Nummer. Golem macht natürlich gar nichts. Der schläft. Aber. Ist natürlich cool, braucht man nur noch aufräumen. Und hier schön der Bohrer ist natürlich das, was man sehen will. Der wird richtig was reißen. Cooles Stück Eisen auf jeden Fall. Nice. Und jetzt hier schön. Zack. 1,3 waren da drin, ne? Oder 1,280 ist das Maximum, oder? Irgendwie sowas. Sehr geiles Ding auf jeden Fall. Richtig epic Loot. Nice. Auch sehr gut. Sehr gut. Ich hau das einfach mal durch. Ich lasse euch das mal genießen, sage ich mal. Aber ist halt eben auch gebarscht, klar. Aber halt auch, man muss auch sagen, Lager und Minen halt eben, Lager und. Und Sammler und Minen voll. Also da ist schon dann ein bisschen schwieriger alles zu bekommen. Aber wiederum bei der Base, naja. Na, mit der Queen. Ah, da wirst du aber auch nichts mehr reißen. Wenn du Glück hast, das Dunkle machen. Ah, schade, die ist so gelaufen. Ah, okay, hier noch das Alex. Okay. Sehr gut. Das passt. Das passt. Hatten wir den nicht schon gerade? Ne, den hatten wir noch nicht, aber der ist auch ein bisschen, ne, obwohl ein bisschen gebartscht, aber dann auch wiederum 7 Loons dabei. Na, hier zum Beispiel. Hier hätte man jetzt zum Beispiel mit Loons anfangen können. Aber bin ich mal gespannt, wo die Loons zum Einsatz kommen. Aber da hast du jetzt keinen Mehrwert gehabt, eigentlich theoretisch, weil die Barbaren hatten die Luftabwehr noch nicht gekillt. Also die, seht da, die Loons waren jetzt weg. Also ich hätte die vorher schon gesetzt und dann hättest du halt mehr Barbaren gehabt. Aber alles cool, hast schön aufgeräumt, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, die hättest du hier gleich vorne setzen können, weil da halt nur ein Bogiturm war und die Luftabwehr weiter zentral. Aber das passt.
Aber trotzdem kriegst du, ich meine, okay, die Schweine sind nur eins, aber trotzdem müsstest du hier gut was absahen. Würde ich jetzt mal so sagen. Zu viele Luckys auf einmal? Weil du hast halt die Möglichkeit, dass irgendwo eine Bombe sitzt. Beziehungsweise eine Luftmine. Also hier müsstest du eigentlich gut. Ah ja, hier, da habt ihr das gesehen gerade. In dem Bereich. Da müsste eigentlich noch gut was gehen. Oh, ich werde wirklich letzte Folge für heute. Hier hat man wieder den Nachteil. Man hat halt nur ein bisschen was Def kaputt gemacht. Also effektiv das Schwein. Wenn das Schwein halt mit der Def fertig ist, man kann mit dem Schwein halt nicht unbedingt die Ressourcen klauen. Das stimmt schon. Das macht sich natürlich da dann echt doof. Da hast du schon recht. Das war's. Sorry an alle Leute, die noch weiter gepostet haben. Tut mir leid, aber wie gesagt, wenn ich halt müde bin und einschlafe, das bringt halt auch nichts. Ich wünsche euch was, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr haut rein. Wir sehen uns dann. Ich muss mal gucken, ich bin am Montag wieder dabei. Mal gucken, wie das läuft hier. Bis dann. Ciao, ciao.